Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Spiel in der Champions League. Es könnte hier schon um alles gehen. Das heißt, wenn wir es gewinnen, sind wir eventuell schon so gut wie durch, je nachdem, was Lille gegen Anderlecht so treibt. Wenn die ein Unentschieden spielen, sind wir schon Gruppensieger. Ansonsten wird es auf jeden Fall nochmal interessant. Und von Anfang an sind die Karten natürlich hier offen und deswegen schauen wir doch mal, was wir hier so gegen Juventus Turin so reißen können. Den Ball haben wir erst einmal gerettet. Kagawa sieht nicht wirklich uns. Müssen wir nochmal raus auf Kagawa. So, mal den langen Ball hier zurück auf Piszczek. Und Shahin. Bender. Ah, so war der nicht geplant. Bender soll zu uns passen. Der war natürlich schwachsinnig da, der Pass. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier den Konter direkt einleitet. Aber es sieht ganz stark danach aus. Den lassen sie wieder laufen da in der Mitte. Mkhitaryan, glaube ich, wieder nicht am Mann. Nee, Kagawa ist jetzt diesmal auf links. Wie es aussieht, haben die Position getauscht. Oh, was sind denn immer für Pässe hier, Mensch? Er lässt den ja halb liegen, Mann. Das gibt's doch nicht. Du hast da schon gegenhauen mit deinem Fuß und nicht den Ball einfach liegen lassen. Das ist kein Pass. Ja, das sei mal geklärt hier. An der Stelle. So, Bonucci wird von uns überlaufen. Ist ein bisschen sehr behäbig. Und wir holen nicht mal die Ecke raus. Ich dachte ja, dass wir hier nochmal zum Abschluss kommen können. Das war nicht der Fall. Jetzt hier nochmal auf Shahin, der darf nochmal zurücklegen. Und schade, Buffon mal getestet. Ja, sind wir gespannt, ob wir an Buffon heute vorbeikommen können. Ist auf jeden Fall einer der besten Torhüter der Welt. Das wohl unumstritten. Und jetzt haben wir die Chance an Buffon. Kommen wir aber nicht vorbei. Und Kagawa ebenfalls nicht. Allerdings Kagawa mit einem wirklich sehr, sehr dürftigen Schuss da vorne. Aus dem Wege kann man ganz gerne mal aufs Tor schießen. Auch wenn man den da mit einer Art Fallrückzieher nimmt. So, Romulu. Oder Romulu. Romulo. Romulu. Alles klar. Toller Name. Auf jeden Fall. Hat mich sehr lange beschäftigt. Und ich hoffe, ich muss ihn nie wieder aussprechen. So, komm, jetzt gehen wir drauf da. Marquisio hier auf Isla. Und jetzt wird's böse. Asamoah spielt nochmal zurück auf den Typen, den ich hier nicht nennen möchte, weil er so gut ist. Unsere Leute gehen einfach nicht auf den Ball. Einfach nicht drauf. Mehr als glücklich, dass der Ball nicht reingeht. Aber auch Weidenfeller hat meistens ja noch ein Wörtchen mitzureden. Momentan hier bei einer 88, also den haben sie ja nochmal gut nach oben gekloppt. In den Spielzeiten, beziehungsweise in der ersten Spielzeit. Da haben wir mal gut was dazugekommen. Für so einen etwas älteren Spieler ja eigentlich ungewöhnlich. Ich weiß gar nicht, ob er am Anfang hat er, glaube ich, 86 oder 85, irgendwie sowas. So, Piszczek auf Shahin und Shahin auf Mkhitaryan. Und jetzt Kagawa, du bist doch... Oh mein Gott, den musst du doch kriegen, Mann. Du bist doch ein schneller Mann. Mann, 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 sag mal, du. So, Isla... Ach ja, ist ein Foul. Brauchen wir nicht diskutieren, das Ganze. Und ich denke mal, da kommt noch was. Ah, ich habe mir doch schon gedacht, ich konnte ihn nicht abdrängen, den Bonucci. Allerdings ist das ein ziemlich langsamer. Trotzdem kommen wir nicht vorbei. So, Mkhitaryan, na gut, er hat versucht. Aber beim Versuch blieb es dann auch. Piszczek jetzt hier mit der geklärten Situation. Ginter auf Shahin und Shahin auf uns hier. Wir müssen nochmal durchpassen auf Kagawa. Und Shahin gibt ihn wieder raus. Kagawa, komm schon. Ja, ich muss immer antäuschen den Schuss, sonst macht er das Ganze ein bisschen zu ungenau. Ich glaube, ein angetäuschter Schuss wäre da besser. So, komm, gib mal her den Ball. Ich zeig dir mal, wie ein Kopfball nicht geht. Aber wenigstens kommen wir an den Kopfball ran und wir können so unsere Kopfballstärke verbessern. Auch wenn wir nachher irgendwie Tore brauchen, um das zu machen. Aber vorläufig reicht es auch erstmal so hier. Was war das? Was war das bitte? Willst du mich verarschen oder was?
Wie ist denn bitte der Spieler jetzt an mich rangekommen? Achso, wir sind hier bei einer vorherigen Situation. Wir waren schon viel, viel weiter. Das will ich ja nochmal sehen, was er da hingekriegt hat. Das sah stark danach aus, ob er sich geportet hat, aber vielleicht habe ich auch nur einen Lag gehabt, keine Ahnung. Wir sind hier dran. Ich will schießen und... Naja, hat sich nur irgendwie vorgedrängelt. Naja, gut. Sah für mich nach einem Lag aus. Und das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Gehst du mal ran oder willst du da nur so rumstehen? Ich glaube, das zweite bevorzugst du dann doch. So, Marquisio jetzt hier am Ball. Ja, das gibt gelb. Das gibt gelb. So, komm, komm, komm. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso komme ich an dem Typen nicht vorbei? Schon längst gehabt den Ball. Und er kriegt ihn trotzdem nicht mitgenommen. Böse. So stark ist Chiellini nur auch nicht. So, Isla und Aubameyang. Eieiei. Und schade. Auch die Gegner treffen nicht. So, haben wir die gelbe jetzt gekriegt oder eher nicht so? Oder kriegen wir die noch? Ja, ich will diese Wiederholung immer nicht sehen. Ja, wir kriegen sie noch, gut. Habe ich mir schon gedacht, bringt auch ein bisschen was, eine gelbe Karte zu kassieren. Dann kriegt man nämlich irgendwann Aggressivität dazu, wenn man 20 Stück gesammelt hat. Und das ist kein Scherz. Wollten sie auch die aggressiveren Spieler mal belohnen. Aber das Ding ist, dass man auch für taktische Fouls natürlich gelbe Karten kassiert. Und dass das dann wieder positiv ist. Danke, dass wir uns wieder verletzen. Und auch dieses Spiel werde ich wahrscheinlich nur von der Tribüne sehen dürfen. Das sah nämlich böse aus, das Foul. Und das wird wahrscheinlich mehrere Monate Verletzungspause zur Folge haben. Haben wir ja gerade erst hinter uns. Und das heißt wahrscheinlich, dass wir uns von Dortmund verabschieden dürfen. Schon nach dieser Saison. Aufgrund dessen, dass wir bei Dortmund dann unseren Stammplatz endgültig verlieren werden. Danke also für dieses tolle Foul. Und dafür, dass wir jetzt hier... Können ja mal gerne auf unseren Spieler gucken. Da liegen wir nämlich... Ne, wir stehen schon wieder. Da gab es das Gegentor in der Zeit. Hätte ich vielleicht nicht weggucken sollen. Aber ich kann eh nichts machen. Ich kann die eh nicht wirklich steuern, die Jungs. Ich kann nur sagen, geh mal rauf und dann machen sie es trotzdem nicht. Das machen sie ja mit Bravour. Unser Spieler stand da schon, aber der konnte sich nicht bewegen. Und jetzt können wir nochmal sehen, wie toll die das hier gemacht haben. Ja, ein Kopfball, gut, da hätte ich jetzt auch, glaube ich, nichts machen können. Und wir sind wieder da und wir haben auch kein Pflaster mehr. Gut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Noch eine Verletzung hätte ich hier nicht verkraftet. Wie gesagt, das hätte den Abschied von Dortmund bedeutet, ganz eindeutig. Denn bei Dortmund wären wir nicht wieder in die Stammelf gekommen danach. Schade. Bonucci wieder dazwischen. Sowohl Bonucci als auch Chiellini eigentlich nur deswegen gut, weil die hier anscheinend als Legenden zählen oder als was auch immer. Achso, wir müssen hier wieder umstellen. Dass wir hier dem Ball folgen und nicht uns. Mann, was machst du denn? Geh doch da hin zum Ball. Nicht weglaufen. So, und ihr geht ran da. So, schön. Auf geht's. Naja, das war bisher natürlich sehr mies und dass wir da wieder verletzt sind, das ist einfach nur nervig. Also, ganz ehrlich, ihr könnt das doch mal ein bisschen runterstellen hier. Ich will eine Spielerkarriere spielen. Ich will nicht ständig verletzt sein und ich will auch nicht jedes Mal zugucken müssen. Das ist für mich absolut dämlich. Deswegen. Ich würde mir sehr wünschen, dass es in der Spielerkarriere bald mal einen Modus gibt, oder was heißt Modus, einfach eine Einstellung gibt, dass man sagen kann, man will ohne Verletzungen spielen. Das ist unrealistisch, das weiß ich, das ist mir aber vollkommen Banane. Weil wie gesagt, das ist eine Spielerkarriere, da spiele ich einen Spieler. Und wenn dieser Spieler die Hälfte seiner Karriere verletzt ist, dann habe ich von dem Ganzen so gut wie nichts. Und deswegen würde ich das bevorzugen. Auch wenn wir jetzt natürlich wieder noch nicht getroffen wurden anscheinend. Ich bin mir noch nicht sicher. Es kann sein, dass es nach dem Spiel trotzdem noch Auswirkungen hat. Aber trotzdem, ich mag das halt nicht, ganz ehrlich. Sollen die anderen Spieler da verletzt sein, auch wenn das manchmal sehr, sehr oft und schnell hintereinander passiert, dass da drei, vier Spieler sich verletzen. Aber ich finde es sehr, sehr bescheiden, wenn wirklich die halbe Mannschaft fehlt. Beziehungsweise man selber hier alle 3 Minuten weg ist. Das hatte ich bei Halilovic sehr oft, und obwohl er nicht das Attribut verletzungsanfällig hat. Dann würde ich es verstehen. Ja, wurden wir wieder gefoult. Aber anscheinend dürfen das die Bonuccis und Chiellinis dieser Welt. Ohne dass sie dafür irgendwas bekommen. So, dann gib mir mal den Ball hier. Aubameyang.
diesmal zuerst den Ball gespielt. Von daher kommt da nichts bei raus. Und Piszczek. So, Bender, gib uns mal den Ball. Ich habe da so eine Idee. Ich schieß einfach mal 50 Meter am Tor vorbei, okay? Mann, 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 Mann. Wo der da hingeschossen hat. Gottes Willen. Da kann ich verstehen, dass er uns aussortiert, der Trainer, wenn wir solche Schüsse hier abgeben. Komm schon, ran da. Raschikowski, gib mal her den Ball. So, Gündogan und... Der Ball ist schön, aber wir kommen nicht ganz durch mit dem Ball und wir werden wieder gefoult. Das ist echt unglaublich, wie oft wir hier gefoult werden. Aber, wie gesagt, anscheinend immer irgendwie noch der Ball berührt in irgendeiner Situation und anscheinend auch immer kurz bevor sie uns dann komplett wegkloppen und deswegen ist es wohl größtenteils gerechtfertigt. Sieht allerdings nicht danach aus, dass in 80% der Fälle ist hier wirklich schwer zu erkennen im Spiel. Ja, Lorente und Schmelzer muss dann jetzt ausklären. Wieder Lorente und oioioi. Oder Laurent, mir ist das aber auch Banane. Ich nenne ihn lieber so, wie es da steht. Wie gesagt, Französisch, die Sprache, die ich auf der Welt am meisten verabscheue. Aufgrund dessen, dass man halt wirklich nicht das liest, was da steht. Na gut, aber jetzt will ich mich mal drauf konzentrieren, hier auch ein Tor zu machen. Wie gesagt, noch sind wir nicht sicher wieder im Kader und das sicher ist ein eigentlich unnötiges, denn wir sind noch nicht mal ab und an im Kader, sondern wirklich hier nur in der Champions League. Und das wahrscheinlich, weil Dumbia da nicht wirklich will oder so. Oder nicht kann, weil er noch von der Liga so ein bisschen down ist, aber ich will nicht hier als, Auswechselspieler zählen, sondern natürlich wollen wir hier einen Stammplatz haben, ganz klar. Wir wollen natürlich, dass unser Spieler sich gut entwickeln kann. Und das geht nicht, wenn wir hier die ganze Zeit auf der Bank rumsitzen. Geh doch mal ran, Mensch! Was seid ihr denn für Lappen da hinten? Meine Herren! Wer war denn das da gerade? Geht ja gar nicht. Was, Kirch oder wer ist das? Ist ja unnormal, wie schlecht der da gerade spielt. Ne, Bender war das. Eieiei, also Bender, Bender ist kein Spieler, der einfach mal alle Leute laufen lässt. Der geht auf den Ball. Und zwar sofort. Das muss man auch mal hier, ne, berücksichtigen. Sowas Passives hier gerade. So, komm schon, Bender. Gib uns mal den Ball vor, Mensch. Was machst du denn da? Ball vor! Ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Zu dieser Situation. Das lässt einen dann schon halb verzweifeln, sowas. Wenn da solche Situationen zusammenkommen. Aber gut. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass unsere Spieler irgendwann mal aufwachen aus dieser Trance hier. Und mal was nach vorne starten wollen. So, Gündogan verlagert wieder nach hinten. Wir sind jetzt vorne hier durch. Nimm mal den Pass auf Kagawa und Sokratis, Dumbia, meine Herren. Aber Dumbia anscheinend auch kopfballstark, deswegen werden wir mal versuchen, vielleicht auch mal eine Flanke reinzubringen. Ab und an mal. Wenn uns danach ist. Ich weiß sowieso nicht, warum wir nicht mit zwei Stürmern spielen. Denn unsere anderen Spieler sind viel, viel schlechter. Und trotzdem spielen die eher als einer von Dumbia oder uns halt. Einer von den beiden. So, Lichtsteiner kann hier auf Außen machen, was er will. Wird hier gar nicht gestört. Ich weiß gar nicht, wo unser rechter Mittelfeldspieler gerade rumtanzt. Irgendwo, bloß nicht da, wo er hingehört. Zum Ball gehen haben die nicht erfunden, die Jungs. So, Ginter, mach. Bender hier und jetzt vor dem Ball. So, Gündogan. Was machst du denn da? Was sind denn das für Bälle, verdammt? Her damit. Ja, werden wieder gefoult. Das ist hier echt nicht mehr feierlich. Aber, naja, gut. Nach oben. Und jetzt Gündogan. Mensch, Schmelle, Junge. Was soll denn das für Pässe sein? Immer dieses Sinnlose irgendwo in den Pulk reingeschieße. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll man damit anfangen? Ich kann mit solchen Pässen nichts anfangen. Gar nichts. Kriege ich eh nicht. Ich bin kein absoluter Kopfballspieler. Ich habe keine Kopfballhoheit hier und nix. Oder Lufthoheit, nicht Kopfballhoheit. So, Dumbia.
Jetzt nochmal mit der Flanke, die nichts bringt. Habt ihr es langsam gecheckt, dass wir nicht über Flanken kommen müssen? Geht das noch in eure Birne rein? Hallo, nach vorne, Bender, bist du blöd oder was? Jetzt bolzen die sich hier die Bälle hin und her. Was ist denn das für ein Spiel gerade? Meine Herren. So möchte man es natürlich nicht gewinnen. Ja, also wenn die so spielen, dann weiß man ganz genau, okay, die sind hierher gekommen, um die Punkte abzugeben. Und nicht, um sie zum mitzunehmen. Da gibt es anscheinend nochmal einen Abseitspfiff für Morata. Letzte Chance für uns, hier nochmal was draus zu machen. Aber ich habe nicht viel Hoffnung, ganz ehrlich. Der wird wieder irgendwo in den Pult geballert werden. Habe ich mir gedacht. Ist ja auch zu leicht, den Spieler anzuspielen, der genau neben einem frei steht. Ja, und da wird abgepfiffen. Ja, ich sag mal so. Könnte dran gelegen haben, das Gegentor, dass ich auf mich selbst mal kurz schauen wollte, aber könnte auch dran gelegen haben, dass unsere Mannschaft heute keine gute Leistung gezeigt hat. Das geschlossen. Wir haben nicht wirklich Chancen gehabt, aber die, die wir gehabt haben, hätten wir machen können. Und deswegen sind wir da, wie gesagt, auch nicht ausgenommen von, auch wir kein gutes Spiel gemacht. Und die 9,0, komischerweise haben wir die nicht erreichen können, die uns ja vorgegeben wird. Dumbia vergisst das Tore schießen. Jetzt ist die Frage. Ja, jetzt setzen sie wieder auf uns anscheinend. Na gut, auf einer Seite wieder gut. Und ja, wir werden auf jeden Fall weiter schauen, wie es weitergeht im nächsten Spiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.